Hallo zusammen und ganz herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem neuen Video von mir. Ihr habt es wahrscheinlich schon auf Instagram gesehen, falls du mir dort folgst, denn ich habe in letzter Zeit ein paar Produkte von Danessa Myricks dort gepostet, habe euch ein bisschen was dazu erzählt. Ich habe ein paar Produkte hier zu Hause in meiner Sammlung und die möchte ich dir jetzt gerne einmal vorstellen. Das heißt, wir schminken einen kleinen Look mit den Produkten, die ich habe, und das, was mir fehlt, das fülle ich dann einfach mit anderweitigen Produkten aus meiner Sammlung auf. Und wenn du Lust hast, würde ich mich sehr freuen, wenn du jetzt dran bleibst. Und dann würde ich sagen, legen wir direkt los mit dem kleinen Make-up. Noch einmal ganz kurz an dieser Stelle, falls du meinen Kanal noch nicht abonniert haben solltest, würde ich mich natürlich auch sehr darüber freuen, wenn du das an dieser Stelle noch schnell nachholst. Und auch einmal ganz kurz die Produkte, die ich dir jetzt zeige, die habe ich von Purish zugeschickt bekommen zum Austesten, um sie euch zu zeigen. Denn ich habe jetzt noch bis Ende Juli, also bis zum 31.07., einen Rabattcode bei Purish. Und zwar kannst du dort mit Steffi Loves Danessa 20% auf das komplette Sortiment von Danessa Myricks sparen. Finde ich ganz, ganz toll. Und deswegen dachte ich mir, schminken wir natürlich jetzt auch einfach mal einen Look zu den Produkten. Denn am allermeisten, weswegen ich überhaupt darauf gekommen bin, ist dieser neue Yummy Skin Tint, von dem alle schwärmen, und dort liest du ja im Moment in jeder Zeile was drüber, und den musste ich unbedingt ausprobieren. Denn wenn du mich kennst, dann weißt du, Steffi liebt es eher natürlich. Ich mag es, wenn die Haut so glowy ist, wenn die gut versorgt ist, gepflegt ist und mit so einer leichten Serum Skin Tint Foundation. Naja, eigentlich ist es ja keine Foundation, es ist so ein Skin Tint, ne? Halt so ein schönes, leichtes Produkt, und das ist perfekt für mich. Also, ich habe es in der Farbe 5 gewählt. Ich habe es auch einmal schon geswatcht auf meinem Handrücken und ich fand eigentlich, dass der Farbton relativ gut passt. Ich hätte den eventuell vielleicht sogar noch einen Ticken dunkler wählen können. Ich habe erst gedacht, die Nummer 7, habe ich aber dann doch ein bisschen Muffen gehabt, habe gedacht, das ist bestimmt zu dunkel, nimm etwas weniger. Und nun gut, aber dann kann ich die vielleicht auch so im Herbst, Winter noch weiterhin tragen. Jetzt ist es gerade noch direkt vor meinem Urlaub. Wir fliegen in 3 Tagen in die Türkei. Wir haben ganz, ganz spontan noch Urlaub gebucht. Und wenn ich dann wieder komme, habe ich dann natürlich ein bisschen mehr Farbe, hoffe ich. Und dann wird der mir wahrscheinlich nicht mehr passen. Aber egal. Nun mal ganz kurz zu diesem Skin Tint. Was verspricht der eigentlich? Ich habe mir das Ganze bei Purish hier einmal aufgerufen, um es euch einmal kurz vorzulesen, denn es ist ja auch immer noch mal spannend, was die Produkte auch können. Also es ist eine getönte Feuchtigkeitscreme, die die Haut nährt und glätten soll. Es ist halt eher so perfekt für den No-Make-up-Make-up-Look, was ich natürlich persönlich total bevorzuge. Und es soll einen wunderschönen Glow verleihen. Mag ich auch. Es soll Rötungen und Hautunebenheiten sanft mildern und einen ultraglatten, hydratisierten Teint schenken. Hyaluronsäure ist mit enthalten, veganes Squalan ist mit enthalten und Kaktusextrakt, was die Haut besänftigen und mit viel Feuchtigkeit versorgen soll. Also alles in allem hört sich das fantastisch an. Wir haben veganes Kollagen mit drin, was den Teint aufpolstern soll und ein super ebenmäßiges Finish verleihen soll. Also, wenn das jetzt alles perfekt, also wenn das jetzt alles so funktioniert, dann klingt es doch mehr als perfekt, wirklich. Es soll auf jeden Fall auch noch sich so ein bisschen dem Hautton anpassen. Also habe ich vielleicht doch noch ein bisschen Glück mit der Farbe gehabt. So, und ich würde sagen, was habe ich? Ich zeige dir mal ganz kurz, was ich hier noch liegen habe, denn ich habe ebenfalls auch noch das Evolution Powder zugeschickt bekommen. Da werde ich dir dann gleich nochmal was zu sagen. Und dann gab es noch einmal diesen Line Work Eyeliner. Den habe ich auch schon mal geswatcht auf meiner Hand. Wahnsinn! Fantastisch! Also ich hoffe, dass der sich auch so gut auf dem Auge auftragen lässt. Ich bin gespannt. Und dann haben wir nochmal solche Chrome Flakes in der Farbe Be Pride, eben halt nochmal vom Pride Month mit dabei, und sieht wunderschön aus. Ich habe bei der lieben Nicole von Chiquita's Place, die hat ebenfalls auch schon mal so ein Danessa Myricks Video hochgeladen, hatte ich mir auch angeschaut, und die hatte so eine tolle Idee,
mit diesen beiden Produkten gehabt und ich möchte das einfach auch mal ausprobieren, weil der für mein komplettes Auge ist jetzt, es ist mir persönlich einfach zu viel, weil ich eben der natürliche Typ bin, ne? Ihr kennt mich, also mir den jetzt aus mein komplettes Augenlid zu geben, das bin dann nicht ich und deswegen probiere ich das einfach mal aus. Und jetzt genug Einleitung, genug gequatscht, starten wir mit der Yummy Skin Tint Serum Foundation. Ich hatte mir die ja schon einmal geswatcht und die ist wirklich sehr, sehr leicht auf der Haut und sehr, sehr dünn. Und ich gebe mir die jetzt trotzdem einfach mal auf den Handrücken auf. So ein bisschen, weil ich möchte ja auch gar nicht so einen Extrem-Look haben. Also es soll ja doch von der Haut her eher natürlich sein, weil dafür ist sie halt auch gemacht. Ich will jetzt nicht so ein dickes, fettes Full-Face schminken. Dafür ist es einfach nicht die richtige Foundation. Und ich nehme mir halt eben was auf den Handrücken. Also du siehst, sie läuft, ne, ist relativ flüssig. Und ich mache sowas immer sehr gerne mit solchen flachen Pinseln. Einfach so leichte Skin Tints, Foundation. Da nehme ich mir einfach so ein bisschen was auf. Mein Spiegel. Wo ist mein Spiegel hin? Da nehme ich mir dann so ein bisschen was auf und dann fange ich an. Setze mir halt so hier das meiste Produkt hin, wo ich es benötige. Und dann fange ich an, mir das Ganze von innen nach außen aufzuarbeiten. Ich möchte mir jetzt auch gar nicht mit der Foundation halt ins Gesicht gehen, sondern fange einfach an, mir die hier einzuarbeiten. Und ich glaube doch, für den Farbton habe ich mich für den richtigen entschieden. Also passt. Habe ich mir wieder mal sehr gut ausgesucht. ja, an so einem No-Make-Up-Make-Up-Look, der dauert meistens immer länger als so ein anderes, so ein komplettes Full-Face, weil man ja doch alles schön natürlich halten möchte. Das heißt, die Foundation muss natürlich schön eingearbeitet werden und deswegen lasse ich mir da halt auch immer dann ein bisschen mehr Zeit und ja, arbeite mir das halt schön ein und das geht mit so einem flachen Foundation-Pinsel halt, finde ich, immer sehr, sehr gut, dass das funktioniert. Und ich denke, man kann auf jeden Fall schon gut erkennen, was die Foundation mit der Haut macht. Ich sage mal Foundation, ne? Es ist halt ein Skin Tint, Stefanie. Ja, die ist wirklich richtig schön feuchtigkeitsspendend. Sie gibt der Haut eine richtig schöne Leuchtstrahlkraft und hinterlässt ja wirklich so ein schönes glowy Ergebnis auf der Haut. Ich finde, sie hat wirklich eine sehr, sehr leichte Deckkraft. Also wenn du zu sehr vielen Unreinheiten neigst, dann ist sie, glaube ich, eher nichts für dich, wenn du das halt gerne abgedeckt haben möchtest. Ich habe zum Glück nicht so viele Unreinheiten. Ich habe jetzt hier einen heute bekommen, so einen fiesen Pickel da direkt zwischen den Augen. Und hier oben an meiner Stirn, der ist schon seit ein paar Tagen da. Und das werde ich mir dann einfach gleich nochmal mit einem Concealer abdecken. Jetzt habe ich mir quasi mit dem, was ich mir eben aufgegeben habe, du hast es gesehen, ich habe ja gar nicht viel auf meinen Handrücken aufgegeben, habe ich ungefähr die Hälfte meines Gesichtes geschafft. Ich nehme mir jetzt nochmal was nach und arbeite mir jetzt einfach den Rest nochmal auf meinem restlichen Gesicht ein und dann machen wir gleich weiter. Ich habe sie mir jetzt einmal komplett fertig eingearbeitet in meine Haut und ich denke, man kann das Ergebnis schon, also was sie macht mit der Haut, sehr, sehr gut erkennen. Also die Haut ist wirklich richtig schön mit Feuchtigkeit versorgt. Ihr habt ein richtig strahlendes Glowy Finish. Wenn du das nicht magst, dann wäre jetzt natürlich, entweder du puderst dich komplett ab oder dieser Skin Tint ist einfach nichts für dich. Ich mag so ein Ergebnis für einen leichten No-Make-Up-Make-Up-Look oder für so einen leichten Alltagslook total gerne. Der Farbton, die 5, passt auch hervorragend. Ich könnte sogar noch ein kleines bisschen mehr Farbe bekommen und selbst da wird sie noch passen. Also ich denke, dann wirklich zum Winter hin wird mir die auf jeden Fall zu dunkel sein. Aber im Winter trage ich auch eher etwas deckendere Foundations. Also da bin ich dann halt nicht so der leichte Glowy-Typ. Und das trage ich wirklich lieber im Sommer. Ich finde hier, ich mag dieses Ergebnis immer so unfassbar gerne, wenn die Haut einfach so ein Glas-Skin-Finish hat. Finde ich fantastisch. Ich liebe das total. Und ich werde mir jetzt auf jeden Fall als nächstes ein kleines bisschen Concealer auftragen. Da ist er. Und das ist jetzt halt ein Produkt, was ich jetzt einfach so ein bisschen auffülle.
also was ich nicht von Danessa Myrix habe, da decke ich mir jetzt einfach so ein bisschen die Unreinheiten ab, die die Foundation halt nicht hinbekommt. Ich gebe mir auch gerne nochmal so ein kleines bisschen an meine Augenringe entlang, hier nochmal so ein bisschen an meinen Nasenflügeln und dann fange ich einfach an, mir das Ganze auch nochmal einzuarbeiten mit einem kleinen Pinsel. Und dann nehme ich mir einfach gerne so einen fluffigen, ist eigentlich ein Lidschattenpinsel, aber ich finde, damit kann man auch immer richtig schön mit so einem fluffigen Lidschattenpinsel so Concealer gut einarbeiten. Einfach mit so ein paar kreisenden Bewegungen. Und das ist halt eben so schön fluffy. Und da gehe ich jetzt einfach überall bei. Und fange an, mir das Ganze so vorsichtig, leicht in die Haut einzuarbeiten. Da könnte es ein bisschen viel gewesen sein auf meiner Stirn. Da kann ich dann aber sonst einfach nochmal ein bisschen drüber tupfen mit dem Foundation-Pinsel, damit das nicht ganz so tüchtig auffällt. Und dieser Pickel ist einfach nicht abzudecken. Oh Mann, ja, vielleicht kriegt das Puder das gleich noch hin. Schauen wir mal. Der leuchtet so mitten auf der Stirn, ne? Ja, solche Dinger liebe ich ja. Und ich gebe mir den Concealer auch gerne immer nur hier vorne auf. Vielleicht noch hier hin im hinteren Bereich. Aber hier vorne versuche ich das Ganze zu vermeiden, weil ich da halt so ein paar Fältchen habe. Und ja, ich finde einfach, das sieht dann nicht so schön aus, falls dann doch mal sich der Concealer irgendwie verabschiedet und sich in ein Fältchen wiederfindet. Und ja, ansonsten würde ich sagen, können wir weitermachen mit dem Puder. Nun kommt als nächstes das Evolution Powder in Pink. Das gibt es auch nur in diesem einen Farbton, also das ist halt so ein helles Rosa. Und das ist so ein mikrofeines Gesichtspuder für ein fixiertes und strahlendes Finish. Feine Textur, was eigentlich speziell für Film und Fernsehen entwickelt wurde, halt für so Blitzlichtaufnahmen und was dann einfach die Haut so ein bisschen zum Strahlen bringen soll. Man kann das Puder einmal quasi als Finishing-Puder verwenden, also um einfach über die Haut nochmal drüber zu stäuben. Man kann es aber auch als Fixierpuder verwenden, um das Make-up einmal schön zu fixieren. Das soll den Teint perfektionieren, hat so einen Weichzeichner-Effekt. Es soll den Talghaushalt regulieren, also wenn du zum Beispiel eine sehr ölige Mischhaut hast, bei mir zum Beispiel perfekt. Also es soll irgendwie so ein spezielles Verteilungssystem dafür sorgen, dass die Haut immer genau die perfekte Menge an Puder erhält. Also spannend, total fantastisch. Und ja, es ist für alle Hauttypen geeignet. Wir haben hier 11 Gramm drin, ist jetzt nicht unfassbar viel, aber man benötigt halt auch eben nicht viel davon. Und ich möchte mir das Ganze jetzt erstmal, also das hat hier drin so ein kleines Sieb, ich muss das hier mal einmal vorsichtig ranhalten. Da kannst du das erkennen, ne? So ein Sieb. Und da ist dann halt eben das Puder. Und ja, das ist halt wirklich eine sehr, sehr feine, seidige Textur. Das fühlt sich unfassbar gut an. Und ich gebe jetzt erstmal mit so einem etwas kleineren Pinsel, gebe ich mir jetzt erstmal ein bisschen Puder dort auf, wo ich mir den Concealer aufgegeben habe. Aber ich nehme auch wirklich nur eine kleine, dezente Menge. Denn ich will ja auch gar nicht allzu viel jetzt hiermit so abpudern. Und da nochmal so ein bisschen, wo mein Pickelchen ist. So, das sind jetzt erstmal so die groben Stücke, die ich mir eingedrückt habe. Jetzt nehme ich mir einen etwas größeren, fluffigen Puderpinsel. Und dann gehe ich einmal ein bisschen großzügiger in das Puder rein. Ich finde immer ein guter Trick, wenn du dir Puder aufgegeben hast auf deinen Pinsel, klopfe ich mir den immer so ein bisschen auf meinen Handrücken. Dadurch geht so ein bisschen das Puder in den Pinsel hinein und gibt dann einfach so nach und nach etwas Produkt ab. Und du hast nicht sofort das komplette Produkt auf einer Stelle. Also ich finde, das ist immer ein sehr, sehr guter Tipp. Und ich
gebe mir jetzt nochmal eine zweite Ladung für meine zweite Gesichtshälfte. Also erstmal hier so, wo ich das meiste alles haben möchte. Und dann fange ich einfach nochmal an, so mit den Resten über das restliche Gesicht zu gehen. Und ich habe jetzt wirklich nicht viel Puder mir aufgenommen. Und das Schöne ist, man kann das sehr, sehr gut erkennen, dass die Haut nicht abmattiert ist. Es wurde so ein ganz, ganz kleines bisschen von dieser starken, glänzenden Haut genommen. Aber du hast hier echt immer noch so ein leichtes Glowy Finish, was ich unfassbar schön finde. Also ich mag dieses starke Mattierte nicht immer. Also dafür muss ich wirklich echt Bock haben. Also ich bin halt echt mehr so der Glowy-Typ. Das hat mir auch jetzt also keinen weißen Effekt hinterlassen auf der Haut. Also das Puder, muss ich sagen, gefällt mir richtig gut, weil ich mag das gerne, wenn die Puder halt nicht so abmattierend sind. Und da habe ich ja auch zum Beispiel das von M. Asam. Das finde ich auch super, weil das halt eben auf der Haut nicht so ein pudriges Ergebnis hinterlässt. Also die Haut, auch dieses hier, das Puder, die Haut sieht nicht ausgetrocknet aus. Und das gefällt mir einfach sehr, sehr gut, dass sie einfach immer noch frisch versorgt aussieht und auch noch ein bisschen Glow behalten hat. Ich habe mir jetzt noch ein kleines bisschen Bronzer mit aufgegeben. Da habe ich jetzt einfach hier von L'Oreal dies Infallible 24 Stunden Fresh Wear einen Matt Bronzer aufgetragen. Das ist übrigens die Farbe 300 Light Medium. Ich habe ihn mir auch wirklich hauchzart aufgegeben. Ich habe dafür so einen dicken Kabuki-Pinsel verwendet, einfach damit das Ganze schön leicht ist und nicht so extrem und einfach so ein kleines bisschen gebräunt so aussieht die Haut. Nun würde ich sagen, kommen wir einmal zu den Augen. Und da werde ich jetzt als allererstes mir ein bisschen von dem Bronzer auf mein bewegliches Lid aufgeben und auch einmal in meine Lidfalte. Einfach um so eine kleine Basis zu bekommen, damit das Augenlid ein bisschen abmattiert ist und auch so ein kleines bisschen halt Farbe bekommt. Ich finde, das ist, reicht immer eigentlich schon, wenn man sich einfach so ein bisschen Bronzer aufs Augenlid und in die Lidfalte so ein bisschen hineinblendet und schon fertig. Also das mag ich. Geht total easy. Und selbst bei so einem leichten Alltagslook oder so einem No-Make-up-Make-up-Look hat man dann nochmal so einen schönen Farbton auf dem Auge und das sieht nicht so ganz leer aus. Nun bin ich gespannt. Als nächstes kommt der Onyx Line Work von Danessa Myricks zum Einsatz. Das ist ein flüssiger Eyeliner, der einem den Lidstrich seiner Träume verleihen soll. Er soll mit nur einem Swipe den perfekten Lidstrich verleihen. Also vielleicht für Profis. Aber ich bin gespannt. Also ich bin wirklich eine Niete, was Eyeliner angeht. Wir gucken gleich mal. Soll so sanft über die Haut gleiten, dass man ihn kaum spürt. Der hat ein ultraschwarzes, semi-mattes Finish. Ist gleichmäßig im Auftrag, ganz ohne Unterbrechung. Und das soll an der perfektionierten Pinselspitze liegen, die aus 560 hauchfeinen Härchen besteht. Ganz genau. Und somit soll man immer die perfekte Kontrolle haben. Ultra viele Möglichkeiten beim Kreieren der Looks. Ja. Okay. Zusätzlich ist er wasser- und wischfest und somit soll er halt eben den ganzen Tag lang auf der Haut halten. Ja, dann probieren wir das Ganze mal aus. Ich zeige dir einmal, wie der von nahem aussieht. Ich kann dir auch nochmal ein Foto einblenden, wie der Ganze im Swatch aussieht. Und dann versuche ich jetzt einfach mal mein Glück und setze den mal hier vorne an. Also ihr seht, ne, ich kriege es natürlich nicht mit einem Pinselstrich hin, aber das liegt einfach daran, dass ich das nicht kann. Aber ansonsten hat das ganz gut funktioniert.
Wie gesagt, in einem Pinselstrich schaffe ich das nicht. Das liegt aber einfach an meinem Nichtkönnen, was Eyeliner angeht. Aber ich spüre ihn nicht und vorne die Pinselspitze ist so zart und dünn, dass ich hier vorne halt auch bis nach vorne rangehen konnte. Ich muss sagen, dass die Seite jetzt tatsächlich noch ein bisschen besser geworden ist. Also die ist wirklich hauchzart am Wimpernkranz gekommen und ja, das hat auf jeden Fall wunderbar funktioniert und ich bin jetzt so ein ganz, ganz kleines Mini bisschen noch nach außen gegangen, um so eine Art von Wing einfach anzuschneiden, weil mehr kann ich da eh nicht machen, weil ich halt auch ein extremes Schlupflid habe und deswegen würde ich den jetzt einfach so, aber jetzt weiß ich nicht, wo ich stehen geblieben bin, immer diese Unterbrechungen, aber ja, an sich hat das gut funktioniert. So, nun, Leute, wird es spannend hier bei mir auf meinem Kanal, denn ich traue mich an die Chrome Multi-Chrome Flakes. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, ich bin so aufgeregt. Leute, ich sag euch nochmal ganz kurz, was die versprechen. Ja, Infinite Chrome Flakes nennen die sich. Und das ist, wie gesagt, die Farbe Be Bright. Die sollen einfach aufzutragen sein. Mehrfarbige Flakes erzeugen ein intensives Prisma aus Licht mit nur einem Auftrag. Es ist eine selbsthärtende Formel auf Wasserbasis. Deswegen wird kein Mischmedium oder Kleber benötigt. Und es ist für ein intensives, wischfestes Finish. Ja. Und man kann... Das ist halt auch ja, wie so ein Topper. Man kann ihn eigenständig als Lidschatten tragen. Man kann ihn über Lidschatten aufgeben, um halt dennoch mal einen etwas dramatischeren Effekt zu erzielen. Ich habe mir jetzt einfach mal hier so zwei Pinsels bereitgelegt. Einen etwas dickeren und einen etwas dünneren. Und ich werde mir jetzt einfach mal versuchen, auf meinem schwarzen Lidstrich die Infinite Chrome Flakes drauf zu tragen. Ich weiß gar nicht, ob ich euch das Ganze schon mal gezeigt hatte von innen. Also das ist ja wirklich wie so eine gelige Konsistenz. Und auch da kann ich mal schauen, ob ich euch einen Swatch einblenden kann. Ich werde es jetzt erstmal mit dem etwas dünneren probieren. Habe mir mal ein bisschen was aufgegeben. Leute, darf bloß niemals runterfallen. Ich glaube, das wäre eine Riesensauerei. Oh ja, das funktioniert aber sehr, sehr gut. Das hätte ich nicht gedacht. Und das sieht richtig toll aus. Ich hole euch gleich einfach nochmal ran und dann zeige ich euch das. Also das sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Und das ist eine ganz tolle Idee von der lieben Nicole gewesen. Mega. Weil so kann man das Ganze dann halt auch verwenden. Also wie gesagt, ich bin jetzt halt eher so der natürliche Typ und trage mir das halt eben nicht als Lidschatten jetzt komplett auf. Es sei denn, es wäre jetzt irgendwie eine große Party oder irgendwas, wo man so halt rumlaufen kann. Aber für den Alltag ist das halt nichts, ne? Aber wenn man sich das jetzt so als Lidstrich darüber gibt, kann man das, glaube ich, auch sehr, sehr gut einfach im Alltag machen. Gerade jetzt, wenn auch die Sonne so schön scheint und man dann irgendwie am Licht ist. Fantastisch. Also, ich hole euch mal eben kurz ein Stück ran. Und dann, hoffe ich, könnt ihr das erkennen. Ich hoffe, dass die Kamera das so ein bisschen einfangen kann. Ansonsten müsst ihr mir einfach vertrauen, dass das gut aussieht. Genau, also, liebe Nicole, falls du das Video sehen solltest, vielen Dank für den Tipp. Wirklich hervorragend, gefällt mir sehr, sehr gut und so kann ich mir das auch gut vorstellen, die dann zu tragen. Mega, also die Infinite Chrome Flakes, sehr, sehr schön. Ich werde mir jetzt einmal Mascara auftragen, mache mir die Augenbrauen und die Lippen und dann sehen wir uns gleich am Ende nochmal wieder. So ihr Lieben, ich habe einmal den Look komplett fertig geschminkt und ich habe mich mal heute an meine Augenbrauen versucht und habe mal
den Catrice Pure ID Eyebrow Pencil wiederverwendet. Ich habe den ja schon sehr, sehr weit runtergenudelt, aber der ist halt sehr, sehr weich und ich finde den sehr extrem. Aber ich habe mir den einfach so ein bisschen als Umrandung quasi meiner Augenbrauen gesetzt und habe mir das Ganze dann mit einem etwas helleren Augenbrauenpuder aufgefüllt, so ein bisschen ineinander alles verblendet und habe mir aber hier vorne so ein paar versucht, Härchen zu zeichnen. Und ja, das wirkt ganz anders. Also ich bin echt gespannt, wie das nachher im Videoschnitt aussieht. Jetzt gerade im Moment wirkt es schon sehr hart, weil ich bin das einfach nicht gewohnt, solche vielen Augenbrauen zu haben. Aber nun gut, ich habe es mal ausprobiert und mal schauen, ne, wie es nachher rüberkommt. Ja, an meine Wimpern habe ich mir jetzt einfach hier die Air Volume 30 Stunden Mega Black Mascara von L'Oreal aufgetragen. Die macht ein sehr, sehr schönes Ergebnis an den Wimpern, wie ich finde. Habe sie mir in zwei Schichten aufgetragen und auf meinen Lippen trage ich von Trended Up eine Ultra Matte Lip Cream. Ja, das ist quasi sozusagen der Look für heute. Ich muss wirklich sagen, jetzt wo ich die Produkte ausprobiert habe, die Yummy Skin Serum Skin Tint gefällt mir richtig gut. Also ihr seht auch jetzt immer noch, ich habe einen tollen Glow auf meiner Haut. Ich habe keinen Highlighter verwendet. Ich denke, das brauche ich jetzt auch gar nicht. Ein ganz, ganz wunderschönes Alltagsprodukt. Wirklich. Kann ich so unterschreiben. Das könnte wirklich mit, ja, my favorite werden. Also die wird definitiv jetzt direkt ins Bad wandern. Und die werde ich dann demnächst öfters tragen. Gerade im Alltag. Ich liebe alles, was so schön leicht ist, das wisst ihr, ne? Also gefällt mir sehr, sehr gut. Das Puder, finde ich auch, macht einen tollen Job, gar keine Frage. Das nimmt dir nicht den, quasi das Finish der Foundation. Das hat so ein kleines bisschen gesettet, hat die Foundation fixiert und es hat aber nicht den Shine genommen, diesen Glow. Und das finde ich so toll. Also die Haut sieht immer noch strahlend und gesund aus. Und du hast nicht dieses abmattierte, abgepuderte Finish auf der Haut. Was du übrigens mit dem Puder noch machen kannst, ist, du kannst es dir vor der Foundation quasi als Grundierung auftragen, als eine Base. Finde ich auch nochmal ein toller Tipp. Will ich auch auf jeden Fall nochmal austesten beim nächsten Mal. Also, dass ich mir das vor der Foundation auftrage, dann eine Foundation drüber und dann einfach nochmal abpudern. Bin ich gespannt, wie das dann wird, das Ergebnis. Und ja, der Eyeliner hat sehr, sehr gut funktioniert. Ja, aber das kriegt man wahrscheinlich mit allen möglichen Eyelinern hin, so ein tolles Ergebnis. Die Frage ist halt immer, möchtest du gerne halt eben mehr aus dem High-End-Bereich haben oder reicht dir da auch Drogerie? Natürlich, ansonsten, wenn du auf High-End stehst und halt auch gerne ein bisschen mehr ausgeben möchtest und man möchte halt einfach auch von manchen Produkten etwas was höherpreisiges haben, dann kann man sich den durchaus anschauen. Ich weiß aber, dass es in der Drogerie auch ganz, ganz tolle Eyeliner gibt, die jetzt nicht so viel kosten, aber das muss halt jeder für sich selber entscheiden. Ich wollte es euch einfach zeigen und der hat auf jeden Fall gut gemalt. Der ist halt sofort wisch- und wasserfest, finde ich super und hat sich gut auftragen lassen. Und von daher, ja, muss jeder halt eben wie bei allem auch für sich selber entscheiden. Dann die Infinite Chrome Flakes. Mega, hätte ich nicht gedacht. Man sieht wirklich jetzt so im ersten Blick, Steffi hat einen schwarzen Lidstich drauf. Aber wenn ich dann so meinen Blick verändere, ein bisschen von einer anderen Perspektive schaue oder das Licht da drauf strahlt, dann sieht das eben halt, ja, so grün, blau, alles Mögliche, was da so drin ist, schimmert. Und das finde ich toll. Und gerade so als Lidstrich, mega. Kann ich mir auch gut vorstellen, vielleicht nochmal so am unteren Wimpernkranz, sich das vielleicht so ein bisschen zwischen die Wimpernhärchen mal zu geben. Wäre auch nochmal eine Idee, will ich auf jeden Fall auch nochmal ausprobieren. Und ansonsten war es das mit meiner Danessa Myricks First Impression Review. Ich hoffe sehr, das Video hat dir gefallen. Ich würde mich natürlich sehr darüber freuen, wenn du mir und dem Video einen Daumen nach oben da lässt
Und wenn du einfach bei meinem nächsten Video wieder einschaltest, wäre ich auch natürlich sehr dankbar drüber, würde ich mich riesig drüber freuen. Wenn von diesen Produkten jetzt irgendwas dabei war, wo du sagst, Mensch, das sieht toll aus, das möchte ich mir nochmal anschauen. Ich werde die Produkte von Danessa Marix in der Infobox verlinken. Und da denk auf jeden Fall dran, wenn du dir etwas nachkaufen möchtest, wenn du sagst, das hat mich umgehauen, das fand ich super, das möchte ich austesten, denk an den Rabattcode von mir, Steffi Loves Danessa, 20% bis Ende Juli, also bis 31.07. kannst du 20% auf alle Produkte von Danessa Myricks bei Pure sparen. Und dann verabschiede ich mich an dieser Stelle. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag und ich hoffe, dann schaltet ihr beim nächsten Mal wieder ein. Macht's gut. Ciao.